Guten Abend, herzlich willkommen zur Berliner Akzente Comedy Bus Tour, die heute unter dem Motto steht: Besserwisser Tour. Sie sehen es ja schon an meiner Brille. Sie können ein Quiz gewinnen, ein Berlin-Quiz. Jutta, ihr Quiz heißt es. Sie sehen, mit der deutschen Grammatik habe ich mich eingehend vor der Tour beschäftigt. Das Highlight ist natürlich ein Handyschuh. Den können die Leute sich heute hier an Bord erspielen mit Gummistiefelweitwurf. Liegt ja auf der Hand. Einfach rein ins Vergnügen mit Juttas Besserwisser Tour. Los, willkommen im Jutta's Comedy-Bus. Heute fahren wir eine ganz heiße Tour. Von Neukölln bis nach Zahn, von Anfang bis Schluss. Mit uns macht der Zellersdorf Spaß. Spaß, Spaß, willkommen! Genau, wir greifen den Schuh immer schön nur hier oben. Okay, dann stellen wir uns hier in den Halbkreis. Und jetzt müssen wir uns hier so drehen. Ja, ist wunderbar, super. Applaus, Mensch! Oh, schafft sie diese sensationellen Leistungen zu überbieten? Cornelia hat hier wirklich geschafft, ein Drittel des weiblichen Weltrekords im Gummistiefelweitwurf einzustellen. Also das ist doch schon mal untrainiert eine Leistung. Ne? Ja. Machst du den Sport weiter zu Hause? Nee, im Wohnzimmer? Glaube nicht. Nee, ist auch nur wirklich sehr speziell. Da muss man schon Fetische lieben oder so was. Ja. Ne? Wie kam es, dass du jetzt trotz der Vorankündigung so schlecht abgeschnitten hast? Ich glaube, ich habe meine Tage. Also nach dem ersten Rundendrehen, ja, war das verdammt schwierig, die Koordination zu behalten, wenn man vorher schon Sixer Bier gesoffen hat. Ich muss mich leider entschuldigen für meine Fahrgäste. Nicht, dass sie denken, wir fahren hier nur mit Alkoholik ganz spazieren. Zwei Leute brauche ich jetzt, die so viel gelernt haben auf meiner Besserwisser-Tour, dass sie sich zutrauen, ein paar Fragen über Berlin zu beantworten. Dieter spielt gegen Norbert. Wie viele Berliner tragen den Nachnamen Berlin? Dieter. 50.000. Die Kieler sagen 12.331. Beides ganz schön falsch, aber trotzdem hat Norbert den Punkt, denn es sind 1.300. Kommt nicht aus Neukölln Arno Funke, das ist Dagobert, der Kaufhauserpresser. Kommt nicht aus Neukölln Inge Meisel, international Ange Meisel, die Mutter der Nation. Oder kommt Hildegard Knef nicht aus Neukölln? Ich sage Knef. Er sagt Knef. Inge Meisel. Ja, und damit hat Dieter den Punkt, denn Hildegard Knef kommt aus Ulm. Gleichstand, Riesenapplaus hier. Das ist die Berliner Luft, 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 so mit ihrem heilen Duft. Ah, 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 in der Luft, 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 dieser Luft, Luft, Luft. Das ist die Berliner Luft, 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 so mit ihrem heilen Duft, Luft, Luft, wo nur selten was verpufft, puff, puff, das ist die Berliner Luft. Also singen macht ganz schön hungrig, ne? Ja. Ran an die Wurst hier, ja? Ein Berliner Lied für ihre Band, so als Folkrock-Song mal umzuformen. Könnten wir ja mal versuchen, ja, ne? Ja, ich weiß, es ist mal schrecklich mit der Wurstpende. Das ist gemein, die Leute zu interviewen, wenn die eine Wurst essen. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, es gibt immerhin noch eine Wurst. Es gibt eine Wurst, es gibt noch schöne Berliner Lieder, es gibt noch die Berliner Akzente, Comedy, Stadtrundfahrt. Also im Grunde ist die Welt noch in Ordnung. Ja. Oh Gott, komm, jetzt esse ich auch eine Wurst. Im Wagen vor mir fährt ein süßer Türke. Der gibt echt Gas und sieht auch super aus. Ich sehe ihn nur von hinten, doch ich fühle, er hat Stil.
wie ich, benutzt er Haarlack und zwar viel. Bow.